Willkommen zurück bei Professor Play Steam Demo Festival mit Raffi, Warhammer 40k Battle Sector in the grim dark future of the 41st millennium. There are only demos. And no stream. Entschuldigung, Raffi. Kein Problem, passiert. Siehst du es jetzt? Ja. Gut. Grim Dark Future something something. Wir probieren das erst auch mal schneller aus. Tutorial not started, hä? Huh? Ah. Da ist der Tutorial-Partner, ich hab nicht gesehen. Oder brauchen wir das Tutorial? Was glaubst du? Nicht wirklich. Statis. Ich finde die vor die Emperor. Interessant. Ah ja, irgendwie mit dem das heißt ja alles irgendwie Pseudolatein. Wunderbar. Ich soll ich das Mikro vielleicht ein bisschen näher nehmen. So, ich hoffe, man hört mich jetzt ein bisschen besser. Hoffentlich. Ja, also, kann ich das bitte? Ja. Natürlich Primaris, Space Marines. Natürlich. Das erinnert mich ein bisschen von das. Es könnte sich als Epic inspiriert und puppen. Gut. Let's find out how this game works. So, du hast wieder Move-Aktionen. Ich glaube. Scan-Aktionen? Was ist. Ah, da am Null-Knopf. Und schieß mit Bolt Rifle. Oh nein, sie haben Cover! Warum können die critten? Was weiß ich. Da haben wir ordentlich Movement. Hm? Fallback, Board Rifle, Overhaul. Okay, kommen wir nochmal am Spielfeld um. Okay, it works as. Oh, du hast da hinten noch einen Captain. Ja. Jump Pack. Frage ist, wo sind da die ganzen Hormagons? Ah, da drüben, okay, dann. Ein Sergeant, warum die nicht aneinander angeschlossen? Schauen wir mal, was der Jump Pack Fähigkeit kann. Ich versuch's gerade. Jumpen. Pio! Dann lassen wir ihn mal Chainsorden. Wow. So, ich habe Momentum generiert. Das ist sicher mal gut. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du jetzt noch weiter moven kannst. Movement Points, Action Points, okay. Jetzt kann ich noch. Ah, das Spiel hat Vision, eine Vision-Mechanik. Enemy is behind cover, dann tu mal Overwatchen. Was, ich muss du sagen, wo ich. Du musst auch noch sagen, welches Feld du Overwatchen willst. Red Thirst. Okay, Tabs. Siehst du es irgendwo, wie viel sie gerade haben? Movement Points und Action Points. Ah, es steht da. Okay, ich sehe. Ich habe schon gefunden.
Tab schaltet zwischen den Einheiten um, das ist auch sehr sympathisch generell. Wir machen einfach die alte Charge for the Emperor Strategie. Dann noch die. Na ja. Ich finde das Ganze irgendwie ein wenig komisch, das System. Ah, ich hätte gedacht, sie gehen vor und schießen, aber. Kannst du mehrmals hintereinander schießen? Die Intercessors haben keine. Heißt normale Space Marines ist Intercessors? Ja. Also es sind so ungefähr die Tactical Squads. Ja, ich bin ja der Oldschool Aggress. Und die, das sind die praktisch die Devastator. Ah, das sind die mit den noch fetteren Rüstungen, because noch fetter. Genau, und Bolstone Gauntlet, Fragstone, Bolstone Gauntlet. So, damit machen wir 45 bis 60 mal 3. Das killt 3 relativ gut, aber ist dem Rest wurscht. Enemy ist ich habe das Gefühl, dass du aus dem alle Attacken von ihnen auf einmal verwenden kannst. Nein, weil ich nur einen Action Point habe, deshalb nicht. Oh, okay. Oh, okay. Skip the Takes of Opportunity haben wir gerade gelernt. Ah. Das ist ein Fallback-Manöver. Ich hätte Fallback rücken müssen, du hast recht gehabt. Ah. Die können noch gehen, aber wir haben nicht. Hey, Macarena. Das war ein bisschen zu weit, aber wurscht. That will show them. That will actually really show them. Okay. Ich meine, das mache ich jetzt auch nur, weil da kleine Hormis stehen, die ich das tun kann, aber. Ja, die knuspern schon ein bisschen, aber. Probieren wir das einmal aus. Ich glaube, die haben jetzt den Marius gekriegt, dafür ein Miliz zu sein. Ah ja, aber das haben sie mir nicht gesagt. Gut. Gut gemacht, Leute. Können die nicht nahkämpfen? Ah, die können nicht. Wenn sie keine Nahkampfwaffe haben, können sie nicht einfach nahkämpfen. Ah, die Bolt-Pistolen haben das vermutlich nicht. Gut. Action Point? Warum hat er überhaupt wieder einen Action Point gehabt? Ah, okay. Okay, da hätte ich, wenn ich es gescheit gemacht hätte, eigentlich angreifen können.
Okay, das können Sie dann machen. Hätte ich nicht gleich machen können, gut. Vor die Empra. We are the Borg, Resistance is irgendwas. Raffi, bist du noch da? Ich hör dich irgendwie Ah, nicht. ja, sorry, ich habe mich kurz gemutet, weil ich niesen habe müssen. Ist kein Problem, es waren keine Kommentare zu hören über die Ja, ich habe Schlagkraft nur die unserer ganze Space Zeit. Marines. Deshalb hast du wahrscheinlich überhört meinen Kommentar darüber, dass sie mittlerweile im Tabletop das angepasst haben, dass du mit Pistolen in deinen eigenen Nahkampf reinschießen darfst. Dafür sind Pistolen so ungefähr die schwächsten Schusswaffen, die Ui. es gibt. Also ist eine Bolt-Pistole nicht mehr einfach nur Ah. ein Bolter mit kurzer Reichweite? Warum Nö. haben wir keine Zone of Control? Weil wir keine Mini-Unit haben, nehme ich an. Genau. Keine Uni wie Victory. Schwarzenegger-Mode engaged. Well, that was quite underwhelming. Oh, du hast noch eine Zwei Attacke, sind. du kannst noch mal zuhauen. Das kann ich nicht verwenden. Ja. Du müsstest zuerst zurückfallen. Ich glaube auch, dass du Boni kriegst, wenn du eine Einheit von hinten oder der Flanke angreifst. Probably, auf jeden Fall helfen wir denen jetzt da. Ah, come on. Das könnte reichen, oder? Nö. Das ist ja wirklich Stormtrooper-Shooting. Das sind 2 HP. Das liegt daran, dass du zurückfallen musst. Und Ja, wenn aber halt. das konnte ich nicht machen. Ich habe halt gehofft, dass ich 2 kleine Hits krieg. Ich habe nicht viel erwartet. Ich glaube, die Kleinen. Es ist ganz ehrlich eben gut, wenn die Einheit ihre Teammates blockiert. Und das ist ein ganz guter Ausgang, glaube ich. 5 Killen. Ich glaube, wenn du da hingehst, müsste es auch ausgehen, dass du auch mit irgendwas schießen kannst. Den Raketenwerfer. Die Granate wäre jetzt missbraucht. No. Ich hätte mir ja, dass die Space Marines wenigstens ihre Messer nehmen können. Das können sie jetzt, okay. Ja, Counterattacks in die Jeans also rein sind natürlich nice, gut. Ja, thanks. Ach so, das ist mir. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht.
Es gibt gleich Momentum. Wahrscheinlich nur bis zum Regular Max. Okay. Da stelle ich auch so ein bisschen, dass jetzt. Ich meine, ja, es ist einfach nur anders, als ich es gewohnt bin, aber das ist alles, muss es irgendeinen coolen Namen haben, damit vor, ich weiß nicht, Copyright-Sachen, weil du kannst ja einfach nur sagen, weil sie haben die Lektion gelernt, einfach nur zu sagen, Space Marine, bla bla, führt genau dazu, dass andere Leute es auch als Space Marine bezeichnen können, und wenn sie es Intercessors nennen, Astartes Intercessors, dann lässt sich das leichter IP-mäßig behandeln. Man, vielleicht ist das auch nicht so blöd als Gedanke, gebe ich zu, aber. Aber dann gibt es auf der anderen Seite solche tollen Unternehmen wie Titanforge, die machen dann ihre Space Force Minis. Und da gibt es auch extra Minis für Tormentors, die halt zufälligerweise extrem schwere Rüstung tragen. Ja, na, das ist wieder eine, aber der Punkt ist halt, ob du Begriffe verwendest, die anderen gleich missbrauchen können. Oder Einklagbarkeit, beziehungsweise was ist, so wie da sie die Spots der Space Marine Autorin verklagt haben. Das ist das Problem, du musst teilweise Klagen machen und kannst, wer hat da einen Unspent Action Point? Ich habe doch gesagt, er soll Overwatchen. Offensichtlich nicht. Wenn du sagst, du musst dann deine IP protecten, was dann teilweise dazu führt, dass du Sachen verklagst, die vollkommen offensichtlich keinen Sinn machen. Mhm. Aber du machst es halt. Und ich glaube, da kann es auch sein, wenn sie zu Begriffen gehen, die spezifischer sind, die sie auch wirklich. Trauen sich erst, oder haben sie keine Überschneidungen mit Random Normal Terms und wer es wirklich kopiert, kommt halt nicht aus mit, das nennen alle so. Also das ist... Genauso wie, also sowas wie nice. Uruk oder... Ja, ob du einen Ork oder einen Uruk-Hai hast und so, ja, genau. Ich habe den Eindruck, Space Marines sind effektiv kurz außerhalb der Melee Range, aber ja. Ah, die guten Schnellverwaffen. 55% vielleicht nicht ganz so. Wobei, ich meine, das tut schon ordentlich weh, wenn ich mir das anschaue. Ja. Ich glaube, wenn du mit den Aggressoren drauf schießt, oder? Du meinst, ich soll schauen, was die. Ja, muss ich gleich aufpassen, dass die Sichtlinie haben. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich die Baby-Mission, aber was ich halt cool finde, was mich daran begeistert, das ist Element Range. Im Grenade Launcher ist das herzlich wurscht, to hit 0%, okay, das ist mir trotzdem mal. Hä? Ja. 0%. To hit 0% Grenade. Ja, okay, eine Granate ist dann auch schon wieder egal. Also was mir gefällt, ist, dass es so ein bisschen wie Epic rüberkommt von der Scale. Also wo du halt wirklich so 5 Leute auf einem Patch hast. Ah. Ich dachte, wir haben 8 gekillt, aber bitte. Ich finde es auch einfach mal wieder schön, dass wir wie heißt das haben, dass wir Blood Angels haben und nicht Q, any other chapter. Blood Ravens meinst du? Nein, das ist really dick. Aber es gibt doch was anderes außer Blood Angels und Ultramarines. Ja. The Imperial Fists. Die waren ja jetzt eine, oder die Crimson Fists. Die Salamanders, die White Scars, die 10.000 meiner Orden, die sich wer ausdenkt, bla bla bla, so.
Da schaust du noch die Mission an. Ich glaube, das reicht auch, um zu zeigen, was das Spiel kann. Ich glaube, da waren sie keine Strangers mehr, wenn sie sich gekannt haben. Es ist eigentlich interessant, was von der Lore her, weil es hat ja mittlerweile einen Angriff der Tyranniden auf Baal gegeben, die Heimatwelt der Blood Ich Angels. glaube, darüber könnten Sie gerade sprechen. Darüber. Das war eigentlich auch relativ cool, weil. Hä? Ah, also Korn hat genau angegriffen. Ah, nein, Bloodletter. es ist, es würde mich an dem Punkt nicht wundern, wenn sich die Blood Angels mit den Tyranniden zusammenschließen, um die Dämonen zu töten. In irgendeinem Buch haben sie sich mit den Necrons zusammengeschlossen, um gegen die Tyranniden zu kämpfen. Ja, die eine Geschichte. Yeah, da haben wir schon die Ultramarines. Mit Rowboat Gorilla Man. Der heißt Robot Gelom auf Deutsch und fertig. Das ist Gilliman, das ist ein Verbrechen, aber. Der beste Meme-Name von ihm ist immer noch Rodent Guillotine. Mein Guillotine ist ein guter Space Marine Name, aber. Aber immer noch nicht geschützt vor dem, war das Black Rage oder Red First? Ich glaube, dass doch, das meint er doch gerade, dass der. Sie haben aber schon irgendwo erwähnt, dass ein Primaris im Das. Kampf gegen die Tyranniden auf einmal angefangen hat zu schreien: I'll never forgive you, Horus! Was glücklicherweise nur irgendwie ein Chapter ein Captain gehört hat. Und nicht über den Funk der ganzen Einheit irgendwie gerade weitergegeben wurde. Ja, ist das so langsam mal. Ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe die ganzen Blood Angels Red First Memes, Space Vampires. wo du einen Space Marine hast, der einfach so sagt, sowas wie: Ha, those Lich Guard won't help you now, Horus. Okay, also wir haben, das sieht man also, wir haben eine, ja, Punkte. Warum haben wir keine Aggressor mit Flammenwerfern? Was weiß ich. So. Ich schaue mir das jetzt eben noch kurz an. Okay, also da neue Einheiten, neues Zeug. Sergeant Tactics, Man. Assault Cannon Strafe. Warning. Friendly Fire. Du kannst ihm auch einen Thunderhammer Yeah. geben und den damit effektiv zu einem Smash-Captain machen. Smash! Captain Smash, ja. Die haben wir scheinbar schon alle, Nein. oder? Wir Ah, ich haben muss. nur Ah, das Oberste okay. Da. freischalten. Ja, okay, so rum. Ich habe einfach gedacht, alles was hell ist, ja, wurscht. Gut, und jetzt geben sie mir. Sie geben mir zwei Punkte, von denen ich nur einen verwenden kann. Klasse. Genau. Also Recruiter. Okay, also wir haben gesehen, das könnte sogar ein. Weil ehrlich gesagt, die meisten 40k oder Warhammer-Spiele sind wie viele Franchises eher mediocre, bis sie mir gefallen. Warhammer hat auch seinen Share an guten und nicht so guten Spielen gesehen. Das beginnt halbwegs promising. Ich meine, wir sehen, es ist nicht spektakulär Neues, aber das ist ja okay für so ein Strategiespiel. Man muss ja nicht jedes alles neu erfinden. Manchmal möchte man einfach nur mit Space Marine Sachen erschießen.
Dieses Grundbedürfnis wird hiermit gedeckt. Also ich gebe dem Ganzen damit vor die Emperor Daumen, na, also ein vorsichtiges Daumen hoch. Kann man mal lassen. Wenn man irgendwann Titans oder so aufstellen könnte, wäre es ein Bonus, aber schon, vermutlich nicht. Ich gebe ihm ein Knights of Death aus Angels of Death. Und das ist schon wieder eine Anspielung an Dawn of War 2. Was aber die Blood Ravens waren und nicht die Blood Angels. Bam. Aber dennoch. Genau, na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Episode von Professor Plays. Bye.